Morías para que vas mata tú tai. Idiotin, Oran Bulimiti mit Hanesin in Axelet. Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siva. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Arya. Wir suchen immer noch Hemus Mörder. Ja, wir werden nicht aufgeben. Wachen voraus! Noch ein Stapel Leichen verdeutlicht unseren Standpunkt. Hier lang. Es ist zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage zusammen waren. Ja, es scheint nur Momente her. Ah ja, er ist nicht einfach, der Weg, dem wir folgen. Aber nur, wenn du die Tage zählst und nicht die Ziele, Bayek. Komm, beeilen wir uns. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Das sind alles Römer, Caesars Männer. Apollodoros! Wir müssen uns beeilen. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Aber wir gehören hierher. Endlich. Jemand, den wir töten können. Stark befestigt. Benimm dich, Liebster. Auf zu zappeln. Du überlebst so nah. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Sie waren hier. Sie nahmen mir die Sphäre ab. Sie gehen nach Siva. Siva? Bayek, Aya. Euer Volk ist in Gefahr. Geht los. Gute Reise, Apollodoros. In das Haus des Hades. Es ist völlig still. Sogar die Tiere.
Ah, irgendeine Plage hat das Dorf befallen. Das war diese Viper Flavius. Wir hätten ihm längst die Eingeweide rausreißen sollen. Gehen wir in das Gewölbe. Römische Soldaten. Sicher Flavius Männer. Gefahr voraus. Ihr da! Dreht um! Niemand darf passieren auf Befehl des Flavius persönlich! Schaltet die Eindringlinge aus! Es war die ganze Zeit Flavius. Er brachte Cäsar und die Römer her und wollte die Macht übernehmen. Wir haben ihm vertraut. Wir waren Narren. Bayek. Was haben wir denn hier, Eindringlinge? Schlachtet sie ab! Da! Tötet sie! Ultimen Code!
Captain Tasset! Bayek, es wird gefährlich. Da, das Gewölbe. Sie haben Angst vor der Tür. Sie fliehen. Vorsicht, wir wissen nicht, was da drin ist. Wir müssen wissen, was passiert ist. Bayek, ist das ein Traum? Wir sind in der Duat. Wer könnte sich ein solches Land... Wer hat das erschaffen? Die Götter selbst? Das ist die Geschichte der Menschheit. Bayek! Bayek! Das ist Hepzifer. Oh, mein Senni. Dein Leben endet hier im Wüstenstaub. Sie nahmen mir den engsten Freund. Schnell, halten wir Flavius auf. Nein! Wir können ihn nicht hier lassen. Er verdient eine Beisetzung. Geh voran, Bayek. Ich bin bei dir. Hepzifer wusste nichts über den Orden. Es gab keinen Grund, ihn zu töten. Flavius riss ihm das Herz raus als Botschaft an mich. Er hat Remo getötet. Mein Gefährte, bringen wir es zu Ende. Bayek! Ah. Du hast Hepzifer gefunden. Ich sah, was passiert ist. Es war furchtbar. Die römischen Anführer betraten das Tempelgewölbe. Septimius und Flavius. Die Objekte, die sie trugen, öffneten es wie von Gottes Hand. Hepzifer wollte sie aufhalten. Doch gegen sie war er machtlos. Sie betraten das Gewölbe. Ein blaues Feuer kam heraus. Ich lief um mein Leben. Das ganze Dorf verlor das Bewusstsein und fiel zu Boden wie Puppen. Sie haben Siva zerstört. Sie müssen sterben. Ihr müsst ihm ein Ende setzen. Bayek, Aya. Die Gebete des ganzen Dorfes werden euch unterstützen. Lass uns Hepzifer zur Ruhe bitten. Und dann sorgen wir für Gerechtigkeit. Lasst die Einbalsamierer kommen. Wir beten, dass Anubis dieses Schmuckstück statt seines Herzens annimmt, auf das Hepzifer frei im Gefilde der Binsen wandeln kann. Hepzifer, alter Freund. Hepzifer, alter Freund. Bayek, Hepzifer hätte gewollt, dass du das bekommst. Die Waffe, die er allen anderen vorzog. Eine Ehre.
Die Dorfbewohner haben einen Römer gefangen und verhört. Flavius will nach Kyrene und Septimius nach Alexandria. Ich töte Flavius. Es gibt einen Hof an der Grenze zu Kyrene. Vielleicht hat dort jemand Flavius durchreisen sehen. Was mich angeht, ich werde Septimius das Herz herausschneiden. Ich habe das Gefühl, dass uns das Unglück verfolgt, wohin wir auch gehen. Vielleicht sollten wir uns doch trennen. Es ist schwer. Ich will nicht loslassen, aber... Jedes Mal, wenn ich an dich denke, denke ich an Chemu und an alles, was wir verloren haben. Ich auch. Also vorläufig töten wir. Leb wohl, Arya. Tiere nutzen die Nekropole als Versteck. Deswegen sieht es hier so aus. Dieser Ort wird schwer bewacht. Meinem heiligen Eid, vergib mir! Frieden! Ich bin nicht dein Feind! Es tut mir leid, es ist nur... Er hatte so ein sanftes Wesen. Einmal brachte er einen verletzten Hund mit, damit ich ihn verarzte. Warum tut er sowas? Das habe ich schon mal erlebt. In Siva. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul? Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet, mein Dorf geplündert und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm, suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Praxela, vom Land der Verrückten. Warum sollte Flavius das tun? Es sind arme Bauern aus Siva. Sie standen ihm im Weg. Diese Grausamkeiten des Flavius hier, sie machen mich krank. Er wird nicht aufhören, bis er Rom erreicht. Dann ist auch die Stadt seinem gottlosen Ehrgeiz ausgesetzt. Certus donet hic! Mi
Polizei! Ottimo! Morire! Morse! Ego ludere sordida! E dabo vos in consumazione! Menet, geht es dir gut? Was ist hier geschehen? Legionäre und der Milchbart mit dem Löwenkopf nahmen jeden Arbeiter mit. Bauern, mein Sohn Kade, einfach jeden. Und dann kam er. Dunkle Augen, gekleidet wie ein Rabe. Ich wollte ihn schon mit Steinen verscheuchen. Etwas Goldenes, Leuchtendes in der Hand. Er hielt es hoch und krächzte, als die anderen fielen. Mal durch die eigene Hand, andere durch die ihrer Liebsten. Wieder natürlich, alles hier weinte und schrie, rannte und starb. Wie konntest du... Niemand sieht die alte Nenet, ein altes Weib mit trüben Augen. Aber ich sah sie. Und ich schrie nicht. Biss mir auf die Zunge, bis das Blut floss. Die Männer, die das getan haben, wir werden sie finden. Spute dich. Der Rabe flog nach Norden zum Heim der Jägerin. Ich habe die Soldaten belauscht. Bringt mir Kade zurück. Ich versuche es. Flavius hat mir auch meinen Sohn genommen. Bringen wir Nenet zu meinem Karren. Wirst du Flavius folgen? Ich muss. Für deinen Sohn? Für alle Söhne. Du musst ihn wirklich sehr vermissen. Jede Stunde, ob ich wach bin oder schlafe. Du wirst ihn wiedersehen, im Gefilde der Binsen. Ich hoffe es. Nenet sprach von einem Heim der Jägerin. Ja, Kyrene, das prächtige Einfallstor römischer Eroberer. Es liegt im Norden. Wenn Flavius dort ist, finde ich ihn und vernichte jede Faser seines Ka. Wenn du in Kyrene eintriffst, such nach meinem Freund Diokles. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Und deines. Als Magistrat empfängt er Bittsteller auf der Agora. Gib ihm das. Ich hoffe, damit heilt er den Irrsinn in diesem Land. Ich bete, dass du Gerechtigkeit findest, Bayek. Was wollen Sie von Nenets Sohn, Kade? Die Zitadelle wirft einen langen Schatten über die Kyrenaika. Es gibt Gerücht, dass Feldherr Agrippa und Flavius einen Krieg vorbereiten. Gegen Ägypten? Bezweifelst du ihren Ehrgeiz? Nein. Sie hören erst auf, wenn ich sie stoppe. Ich bringe Nenet zu meiner Klinik in Balagrai, südlich des Asklepios-Heiligtums. Obwohl es dort schon mehr als genug Ärger gibt. Ich finde dich, wenn ich kann.